Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und im heutigen Video hier gibt es wieder ein Guide und zwar geht es um Teamfighting, immer noch. Wir haben Teamfighting uns generell angeschaut und jetzt soll es ein bisschen spezifischer um gewisse andere Sachen gehen. Ihr seht hier auch ein Gameplay in einer etwas ungewöhnlichen Perspektive vielleicht. Aber ich denke mal, das sollte so passen. Da sieht man auch ein bisschen mehr. So. Heute soll es uns darum gehen, was macht welche Champion-Typ. Also wir wollen uns die Champion-Typen anschauen und uns anschauen, wie diese in Teamfights agieren. Ich glaube, ich mach mal die Pings aus. Oder generell den Sound. Moment. Aber ich kurz das UI und ich mache mal die Pings aus. So, machen wir wieder UI aus, dann passt das. Soweit, so gut. Also, gut. Wir fangen natürlich chronologisch an mit den Tanks. Die finden wir meist auf der Top Lane oder im Jungle. Es gibt auch einige Supporter, die wir als Tanks sehen. Auf jeden Fall Tanks. Also Tanks haben die Aufgabe, in der Frontline zu stehen. Also relativ weit vorne. Ich will das auch mal kurz verdeutlichen. Wir haben ja schon einige Beispiele dazu gesehen. Ich habe ja auch schon erklärt, was die Frontline und so weiter ist. Ich will trotzdem nochmal den Stift rausholen, um euch das dann gleich mal zeigen zu können. So. Ja, gut. Also die Frontline, wenn wir jetzt überlegen, dass wir hier das Team haben. So, dann ist das hier die Frontline hier vorne und das ist die Backline. Und normalerweise stehen wir in der Frontline als, ja, es war's, als Tank stehen wir in der Frontline und unsere Aufgabe ist es, wichtige Abilities entweder zu blocken oder auch selber zu dodgen. Das heißt, wenn er zum Beispiel Gegner irgendwas haben, was sehr viel Schaden hat, da muss man das natürlich auch als Tank dodgen. Du hast zwar als Tank sehr viel Leben und hältst sehr viel aus. Das bringt dir aber nichts, wenn die Gegner dich runterpoken können. Also das ist die größte Schwäche eines Tanks, dass du tatsächlich irgendwann auch mal runtergepokt werden kannst. Und dann auch irgendwann abfällst. Du bist so lange nutzvoll, solange du viel Leben hast. Also von dem, was du insgesamt so hast. Deine Aufgabe ist es, meist zu engagen und dann zur Backline zurückzufallen. Das heißt, wenn ein Fight initiiert wird, dann engagest du eigentlich rein. Also, wenn wir jetzt reingeht, dann engagest du auf die Frontline oder vielleicht sogar auf die Backline, je nachdem, wie es aussieht. Peelst dann aber eventuell zurück für deine Backline, falls deine Backline irgendwie engaged wird. Denn du musst die Mischung aus einem sinnvollen Engage finden, also ein Engage, der an sich solide ist. Und nun ja, dass du auch weiterhin deinem Team helfen kannst. Denn wenn der Engage zwar gut ist, aber niemand kann folgen, weil da ist ein Set, der deine Backline killt, dann ist das kein guter Engage. Auch wenn der Engage an sich gut aussah und stirbt halt deine Backline einfach. Und ja, das ist dann natürlich ein bisschen suboptimal. Genau. Außerdem solltest du weiterhin in der Front stehen und die Backline beschützen. Es kommt auch immer, diese Konzepte, die ich euch jetzt vermittle, sehr stark darauf an, wie ihr steht. Also ob ihr ahead seid, ob ihr behind seid oder was weiß ich. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sehr ahead seid, dann kannst du einfach die Backline diven und die vielleicht schon fast solo killen. Wenn du aber mega behind sind, kannst du noch nicht mal engagen. Dann bist du einfach nur der Peelbot für deine Frontline, für deine Backline, und hoffst, dass die nicht draufgehen. Das gilt aber für alle Rollen. Also man muss oft je nach Situation aktiv, aggressiv oder passiv spielen. Je nachdem, was deine Gegner haben, wie fett du bist, wie fett deine Gegner sind. Ja. Es gibt bei Tanks zwei verschiedene Typen. Es gibt einmal Vanguards und Wardens. Vanguards sind meist die Frontline, die den Engage suchen. Das heißt, wir reden hier von sowas wie einer Ult von
Orn, wir reden hier von der Maokai, Ult und so weiter. Also sowas wie Orn, Maokai, Amumu. Das sind jetzt drei sehr klassische Beispiele für Vanguards, die quasi mit einer Ability oder mit irgendetwas in die Backline, nicht in die Backline, in die Gegner rein engagen wollen. Und dann würde das Team Follow-up im Idealfall. Also die wollen meist dann den Fight initiieren, während andere wie Shen und Poppy eher zu den Wardens zählen. Auch ein Galio ist technisch gesehen ein Warden, auch wenn man ihn auf Full AP spielt. Wardens haben die Aufgabe, das Team zu beschützen. Also die sind eher da, sie sind halt besser, die Gegner zu beschützen. Ich habe das auch im letzten Video ein wenig erklärt. Wenn jetzt da eine Poppy steht, wenn hier ein Teamfight ist und die Poppy steht hier, die kann zwar rein engagen mit ihrer E, das bringt aber nicht viel. Sie will eigentlich meist, dass die Gegner engagen. Entweder die kann dann ihre W machen hier um sich herum, dass die Gegner die Assassinen meist nicht durchdashen können. Wenn die Gegner irgendwie vorbeilaufen, kann sie die gegen eine Wand smashen. Sie kann auch vorlaufen und dann die Leute, die versuchen an ihr vorbeizukommen, gegen eine Wand zu smashen. Sie kann sie hier gegen eine Wand smashen. Hier kann sie reinhauen. Hier sowieso. Und wenn sie dann doch mal durchkommen sollten, kann sie einfach ihre Ulti machen und die wieder in die Base befördern. Also, das war jetzt nur ein Beispiel. Poppy ist ein sehr guter Warden, weil die sehr gut die Verbündeten beschützen kann. Auch der Dings mit seiner Ulti, der Ornn, Ornn, der Shen mit seiner Ulti kann gut die Leute beschützen. Er gibt ihnen erst ein sehr großes Schild. Und ja. Genau. So weit, so gut. Das dazu. Dann kommen wir zur nächsten Klasse und das sind die Fighter. Das sind die meisten Champions in League, sind Fighter oder das ist die größte Klasse, sagen wir es mal so. An sich, ja, ist das so eine sehr große Klasse. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was Fighter machen, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Fighter. Also, eure Hauptaufgabe ist im Teamfight zu flanken, um in die Backline zu kommen. Das hängt aber auch sehr davon ab, wie ihr spielt und was ihr spielt. So an sich kann man sagen, euer Ziel ist es quasi zu flanken und Gegner zu isolieren. Dabei gibt es wieder zwei unterschiedliche Typen. Es gibt einmal die Diver und die Juggernauts. Die Diver sind dafür da zu flanken, um die gegnerische Backline zu diven und wichtige CC-Abilities auf den Gegner zu treffen und sie eventuell zu killen. Dabei ist halt Timing sehr, sehr wichtig, weil du musst ein gutes Verständnis davon haben, wie schnell du in die Backline kommst, um da die Leute zu CC'en, zu stunnen und was weiß ich, eventuell sogar zu killen oder aus dem Fight raus zu forcen, um eine Advantage zu bekommen für dein Team. Weil die Gegner werden halt dann für die Carries spielen, wenn du nicht schnell genug bist. Und du bist meist keine Assassin, die den Gegner einfach easy one-shotten kann. Deswegen brauchst du ein gutes Verständnis für dieses Timing, um das safe ausführen zu können. Denn wenn du das nicht hast, wirst du gepunished und stirbst vielleicht sogar selbst. In vielen Szenarios. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Irelia. Sie kann einfach mit ihrer E oder mit ihrer Ult Q, EQ, nochmal Q, Carry vielleicht sogar killen oder vielleicht sogar mehrere, je nachdem wie viele sie mit ihrer E oder Ulti trifft. Es ist auch ein Stun. Und wenn sie gut ist, trifft sie sogar sehr viele davon, auch einige von der Frontline mit ihrer E, sodass die gestunt sind und erstmal nicht helfen können. Und versucht dann irgendwie was zu reißen, so. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist so die Aufgabe eines Divers. Dann gibt es noch Juggernauts. Die sollten Engages finden, wann immer es möglich ist. Ansonsten sollten sie zumindest für ihr Team versuchen zu peelen. Das ist wichtig. Oder zumindest so viel Damage machen wie möglich. Die Sache ist, Juggernauts sind meist, haben meist nicht 20 Dashes, um irgendwie an den Gegner ranzukommen. Juggernauts sind meist unmobil. Sie sind halt so gestrickt, dass sie auf den Gegner zulaufen. Und dann, also zum Beispiel in einem Mundo, der läuft auf den Gegner drauf und
Wenn er auf den Gegner drauf gerannt ist, ihn mit Cleavern geslowt hat, dann macht er seinen Burst und easy. So. Aber wenn Mundo jetzt auf Full Tank mit der aktuellen Meta baut, ist er technisch gesehen Juggernaut. Auch sowas wie den Garen oder den Darius. Du rennst auf den Gegner und versuchst ihn irgendwie ranzuziehen oder zu slowen oder zu shredden, zu ulten, whatever. Und wenn du drauf bist, dann machst du sehr viel Schaden, aber du musst halt rankommen und das ist nicht immer einfach. Du kannst natürlich, wie gesagt, wenn du sehr ahead bist, kannst du auch flanken und so weiter. Aber meist ist das nicht so einfach. Wenn die Gegner ein bisschen besser spielen, gut, in Low Elo kommst du eigentlich auch oft in die Backline rein. Aber in höherer Elo kann man sich da oftmals useless fühlen, sagen wir mal so. Es gibt einen Grund, warum wir derzeit nicht viele Juggernauts in den Worlds zum Beispiel sehen. Also sowas wie Garen oder so. Oder den Darius. Man sieht es nicht wirklich, weil dieser Spielstil oft in höher leveligen Gameplay nicht so gut funktioniert. Ja, genau. Und wenn du halt extrem behind bist, musst du einfach für deine Backline peelen. Soweit. So gut. Dann kommen wir zu den Slayern. Manche nennen sie auch Assassins, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Slayer. Was war das? Ich will es gar nicht wissen. Okay, also, Slayer. What the fuck? Was war das für ein Geräusch? Haben die Aufgabe, squishy Gegner zu flanken und zu bursten und zu killen. Dabei ist es manchmal besser, für kleinere Trades zu gehen. Vor allem, wenn man behind ist. Da teilst zum Beispiel den Echo. Kommt von der Seite hier rein. Kriege ich irgendwie nochmal den Pen? Ja, da ist er. Also ein Echo geht hier von der Seite hier so rein. Macht dann Q. Vielleicht W. Q. Und dann vielleicht noch irgendwie einen Auto-Attack, wenn er seine Passive triggern kann. Hat dann vielleicht von Gegner 50% Leben gemacht. Wenn er ihn natürlich noch killen kann, wenn er alle Abilities trifft, ist natürlich super. Und ultet dann zurück. Aber, manchmal ist es eben nicht möglich und dann geht man eben vielleicht hier rein, macht dann, wenn hier jemand an der Kante steht, vielleicht EQ, Auto-Attack und haut dann einfach wieder ab. Machst vielleicht noch deine W hier zum Slowen, um escapen zu können und dann passt das. Es ist sehr schwierig, die Gegner da relativ fix zu killen. Allerdings habt ihr den Burst, um den Gegner auch schnell zu killen. Wenn das möglich ist, dann solltet ihr dafür gehen. Wenn ihr nicht für diesen Play gehen könnt, solltet ihr entweder nur für so kurze Trades gehen und wenn euch das nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil er eine LeBlanc spielt und wenn er LeBlanc behind ist, dann ist es schwierig oder ein Zed, wenn der behind ist, schwierig, wenn ein Master Yi behind ist es schwierig, weil du oft nicht rauskommst. Du kommst einfach effektiv nicht raus. Ach, ich glaube, das ist die Urgott-Ult. Egal. dann solltest du auch teilweise überlegen zu Split pushen. Wenn du TP hast, macht es das noch einmal leichter. So weit, so gut. Kommen wir nun zu den Typen. Es gibt einmal Assassins und einmal Skirmisher. Was ist der Unterschied oder was ist ein Assassin? Also, ein Assassin braucht gutes Positioning. Es ist so ein bisschen eine Art Melee-Carry. Manche nennen sich auch Melee-Carries. Das ist eine Gruppe, die im Solo-Queue sehr beliebt ist, aber gerade im Competitive man eigentlich gar nicht sieht. Also, es gibt kaum einen Melee-Carry, der wirklich viable ist. Abgesehen jetzt mal von Gangplank, aber der ist auch ein bisschen ranged, aber ich zähle ihn als Melee-Carry mit dazu. Auch wenn Gangplank ein komplett eigener Typ ist. Oh, ich habe irgendeine Belohnung bekommen. Whatever das schon wieder war. Ich schaue mir gerade eigentlich nur ein Game an, dafür kriegt man normalerweise keine Belohnung. Egal. So. Also, du versuchst schnell zu flanken, brauchst gutes Positioning und du solltest niemals für 1 gegen 1 gehen. Das heißt, wenn du einen killen kannst und das heißt niemals, du solltest dafür nicht gehen. Man kann schon manchmal dafür gehen. Du versuchst die Gegner zu killen,
Aber man sollte nicht für die 1 gegen 1 Fights gehen, weil das oft nicht der beste Weg ist, um zum Ziel zu kommen, weil wenn du immer 1 gegen 1 gehst, dann fällst du schnell auch mal behind. Lol, der Nuno rollt einfach über die Edge. Lül. So. Und wenn du jemanden killen kannst, ist es super. Wenn du dann noch mehr killen kannst, ist es umso besser. Aber sonst solltest du dann rausgehen. Du solltest nicht dein Leben dafür opfern, dass du jemand anders killst. Wenn du natürlich 1 für 3 gehen kannst, ist das vielleicht nicht schlecht. Aber oftmals fehlt deinem Team dann einer. Und da du meist ein guter Damage-Dealer bist, also du bist meist einer von, es gibt meist zwei Carries in einem Team manchmal. Ja, eigentlich gibt es immer zwei Carries, also meist der Midlaner und der ADC. Und wenn du dann stirbst, dann ist nur noch ein Carry da und es wird deutlich schwerer, wenn du nicht die Hälfte vom Team killst. An sich ist es deine Aufgabe als Carry, wenn wir durchschnittlich zwei Carries haben, die Hälfte des Teams zu killen. Und wenn du das nicht machst, weil du nur einen kriegst oder nur zwei, dann ist das oft nicht worth. Wenn du natürlich den super fetten Twitch rausnehmen kannst, ist das einfach nur geil. Aber das ist nicht immer der Fall. Ja. Dann gibt es noch Skirmisher. Skirmisher sind Slayer, die CC landen kann, um eine Wombo landen zu können, gemeinsam mit dem Team, oder ihre Abilities besser landen zu können. Dazu gehört denn Yasuo dazu. Der muss seine Q treffen, also eine Art CC-Form, um effektiv was machen zu können. Was wäre das in diesem Fall? In diesem Fall wäre das halt die Q. Und dann kannst du halt mit der Ult folgen. Alter, die Urgot-Ult. Hört sich sehr komisch an. Du solltest auch für kurze Trades gehen. Wenn du die Wombo nicht landen kannst, solltest du nicht overextenden. Das heißt, wenn du mit Echo spielst und dein W es dann nicht triffst und es dann ein Gamble wird, ob du den Gegner killen kannst, solltest du nicht dann YOLO da rein engagen. Wenn du dann CC'd wirst und deine Ult nicht nutzen kannst, dann bist du Geschichte. Und ich denke mal, die meisten, die diese Champion-Klasse spielen, können das auch, nehmen auch zustimmen. Man neigt dazu, gerade mit Assassinen und mit Skirmishern sehr greedy, irgendwelche Plays zu machen und dann oft sehr viele Tote zu haben. Man hat zwar auch sehr viele Kills, hat dann aber auch oft sehr viele Tote und fällt dann immer mehr behind dadurch. Da muss man aufpassen. So, kommen wir zur nächsten Klasse und das sind die Mages. Ihr habt vielleicht auch schon was davon gehört, von Mages. Solltet ihr, in diesem Genre sind Mages sehr beliebt. Und ihr Hauptziel ist es, Carries oder so, ich sag mal, Semi-Tanks zu killen, also Fighter hauptsächlich. Also, du kannst meist keine Super-Tanks als Mage killen, also du bist super fett. Deswegen solltest du für die Carries gehen. Und du solltest abwarten und einen Zeitpunkt suchen, wenn du reingehen kannst. Wenn es safe ist, dass du was treffen kannst, aber du auch die richtigen Leute triffst. Und nicht nur die Frontline. Du willst halt eigentlich die Backline gehen, allerdings musst du sehr weit nach vorne gehen, oft um die Backline zu treffen. Und das ist dann oft schwierig, weil du dich dann selber in Gefahr begeben kannst. Und dann musst du den Grat finden, wie weit kann ich vorgehen, um den Gegner zu killen, ohne selber zu sterben. Und wie weit kann ich vorgehen, weil wenn ich nicht weit genug vorgehe, dann mache ich Damage auf die falschen Ziele und habe effektiv nicht keinen guten Damage und habe effektiv meinen Job nicht erledigt. Zumal die Frontline-Staten eher die Aufgabe der ADCs ist und nicht der Mages. So. Genau. Da muss man halt so den Grat finden, wie weit man gehen kann. Du solltest halt, also an sich solltest du alles fokussen, was sicher anzugreifen ist. Das heißt, du musst ein Gefühl dafür haben, welcher Champion hat noch welche Cooldowns und welcher Champion hat die Cooldowns eben nicht mehr. Genau. Und dann noch dir überlegen, okay, was kann man safe hitten und was kann man auch outplayen. Also du kannst auch mit Summoner Specialty Flash arbeiten, zum Beispiel.
Genau. So, das sollte es erst einmal für den ersten Teil sein. Der zweite Teil kommt dann beim nächsten Mal. Da machen wir dann mit den Rest weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, macht's gut. Und tschüss.